Was geht ab, Sportsfreunde? Es ist nun endlich soweit. Wir fahren jetzt zu GMC 32. Dort ist das Main Event, Sami Sarabi. Er wird dort auf Benny Bayrami treffen. Also, es wird ein richtig knaller Kampf. Und ja, begleitet uns dabei, was so abgeht hinter dem, hinter der Bühne. Ja, viel Spaß. Was geht, Leute? Verregnet in Gelsenkirchen angekommen. Wir gehen jetzt kurz ins Fight Club Gelsenkirchen. Wir checken die Waage, werden die mit unserer vergleichen, die Differenz aufnehmen und dann geht's ins Apartment und dort werden wir noch uns locker bewegen und ja, so mit dem Gewicht machen anfangen. Also, seid dabei. Sami Sarabi Main Event, jawohl. Extra früh aufgestanden. Simus hat der Wecker geklingelt. Bereiten jetzt den letzten Weightcut sozusagen vor. 2 Kilo muss Sami jetzt noch machen. Hat über die Nacht gut verloren. Fühlt sich gut. Und ja, wir haben jetzt seinen Biorhythmus so ein bisschen aktiviert. Bisschen den Blutdurchlauf, sag mal, auf Vordermann gebracht. Jetzt bereiten wir ihn sozusagen auf die Sauna vor und bringen den von außen nach innen wärmer, dass er nochmal ordentlich schwitzt. Ja, also wir haben noch knapp 2 Stunden und dann geht's rüber zu die Arena, wo denn das Wien ist. Ja. Angekommen im Fight Club Gelsenkirchen. Sami war gerade auf der Waage, Gewicht passt. Medical Check jetzt und ja, er freut sich schon auf die erste Mahlzeit. Und wir sehen ihn um 18 Uhr auf der offiziellen Waage dann schon ein bisschen aufgeladen und denke ich mal, hat dann schon wieder ein Lächeln drauf. Ja, Leute, wir sind jetzt hier in Gelsenkirchen, haben das Wiegen hinter uns. Mein Weightcut war jetzt nicht so schwer, sag ich mal, es waren nur 3 Kilo. Bis auf 95. Gestern hatte ich 500 Gramm drüber und heute auf der Waage jetzt mein Gewicht glatt, 95,0. Ich bin bereit, fühle mich gut. Ich bin hungrig auf jeden Fall, ich bin heiß auf morgen, ich habe Bock zu kämpfen und freue mich jetzt erstmal ein ordentliches Frühstück zu essen und dann ja, lasst uns morgen die Hütte abreißen. Ja, im Kampf morgen versuche ich eine gute Performance abzuliefern. Im Stand stabil zu stehen und den Kampf auf den Boden zu verlagern und dort meine Stärken auszuspielen und den Kampf dann über ein, weiß nicht, Submission oder Ground and Pound für mich zu entscheiden. Ich danke natürlich allen, die mir bei der Vorbereitung auf den Kampf geholfen haben, mich unterstützt haben. Familie, Freunde, Trainingskameraden, mein Team, ja, Sayato Performance und lass uns morgen einfach eine gute Show abliefern, eine schöne Veranstaltung haben und in diesem Sinne sportfrei. Hi Leute, also wir fahren jetzt wieder mal zum Almapark. Die offizielle Waage war ja am Vormittag gewesen und der Veranstalter würde gerne nochmal eine Showwaage machen, wo sich die Kämpfer dann auch gegenüberstellen. Ja, dann werden noch Interviews, glaube ich, gemacht, das stand noch auf dem Plan.
dann war es das schon gewesen mit dem Freitag. Wir werden nochmal unseren Freund Dennis Damonte besuchen in seinem Gym. Da werden wir uns nochmal locker bewegen. Und dann war es das gewesen. Dann gehen wir früh pennen, dass wir morgen ready für den Kampf sind. Besser sagt Sami und Martin. Und dann war es das. Es ist endlich soweit, der 4.2. Kampftag. Sami ist ready. Wir sind jetzt nochmal zu Besuch bei unserem Freund Dennis Damonte in seinem Gym, um uns einfach nochmal locker zu bewegen, warm zu machen, nochmal ein paar Bewegungen, Techniken durchgehen. Und ja, dann geht es heute Abend in die Arena. Jetzt war sehr gut. Ich fühle mich jetzt besser nach dem Training. War Bombe. Ich bin bereit für heute Abend. Let's go. Hi, ich bin Emanuel. Ich bin Ringer. Ich kenne Matthias schon seit über 20 Jahren und ich begleite ihn heute hier auf diese Veranstaltung. Er hat heute zwei Kämpfer hier zu betreuen. Ich mache da so ein bisschen mit und ich bin sehr zuversichtlich, dass beide gewinnen werden. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen in der GMC Arena. Martin hat gerade seine Hände bandagiert bekommen und macht sich jetzt warm, macht sich ready für den Kampf. Und ja, Sami ist auch gerade eingetroffen. Er ist als Nächste dran, wird bandagiert, macht sich warm. Und dann ist Fight Time und dann wird es endlich im Käfig krachen und wir freuen uns drauf. Also Leute, verfolgt uns im Backstage. Let's go! Ich arbeite seit vielen Jahren in der Fitnesswelt und bin unter anderem bekannt, weil ich Sportler auch in ihrer Praxis für Krafttraining im Kampfsport betreue.
Ja, für mich gibt es heute Abend nur ein Ziel, und zwar, dass Martin Nussmann gewinnt. Das heißt, eine andere Vorstellung gibt es nicht in meinem Kopf. Boden auch verloren, ärgert mich wirklich sehr, aber ich denke, das ist ein Kampf auf jeden Fall, aus dem ich viel mitnehmen kann, aus dem ich lernen kann, meinen Stand noch ein bisschen zu verbessern, dort sicherer zu werden, ein bisschen mehr Ruhe für mich reinbringen, und darauf kann man aufbauen. Also ich gucke nach vorne, gehe hoch und es geht weiter. Okay, wir haben darüber gesprochen, Martin, egal was heute passiert und was jetzt auch passiert ist, wir machen genauso weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Die Sachen, die wir trainiert haben, die haben super funktioniert. Jetzt machen wir noch ein paar small adjustments und dann wird es gut funktionieren. Hey Leute, wir sind jetzt kurz vor dem Hauptkampf, Main Event, Sami Sarabi gegen Benny Bayrami. Und wir sind schon mitten in der Aufwärmung. Das ist der achte Kampf, kommt gleich, Sami ist der neunte. Der ist schon gut vorbereitet jetzt, entspannt sich nochmal gerade, wird ein bisschen von Matze nochmal kurz massiert. Und jetzt geht es gleich mal an den Pratzen ran und dann werdet ihr eine wilde Show sehen. Ja? Ich freue mich auf jeden Fall, der ist richtig Dynamit, der Junge, ihr werdet sehen. So Leute, Sami hat gewonnen im Klassiker. Ja, Mann, ja. Zweite Runde TKO. Er ist richtig fokussiert geblieben. Und ja, Pujan, du solltest alles im Stand, was er im Stand gemacht hat. Ja, kurz den Kampf zusammengefasst. Also der ist ausschließlich im Kampf stattgefunden. Und die Jungs waren, also Sami war richtig fokussiert. Hat sich sehr gut bewegt, hat gut zugehört, hat die Distanz gut ausgespielt und konnte ihn mit langen Händen bearbeiten. Und, ja, er hat alles richtig gemacht. Also kurz gefahren, er hat alles richtig gemacht, hat die Treffer dann gesetzt, wann er sollte, hat sich bewegt, wann er sollte, und hat ihn in der zweiten Runde dann gefinisht mit einem Body, zwei, drei Bodykicks. Und vorher hat ihn halt richtig in die Schnauze gehauen. Also hat alles gepasst. Ja, ich schließe mich dem Wort von Pujan Matze an. Im Prinzip, Sami hat sein Ding durchgezogen von Anfang bis zum Ende, sehr akkurat geblieben, hat seine Längenvorteile genutzt und letztendlich auch verdient gewonnen. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. So, ja, Sami hat es im Käfig schon gesagt, er wird jetzt bald heiraten und er wird jetzt erstmal sich eine kleine Auszeit gönnen, soll ein bisschen runterfahren. Er hat wirklich in der Vorbereitung alles aus sich herausgeholt, wie man heute im Kampf sehen konnte. Und dementsprechend sei ihm diese Pause gegönnt. Wir wünschen ihm alles Gute und werden ihn hoffentlich im zweiten Quartal dieses Jahres wieder eventuell im Käfig sehen. Vielleicht schon vorher. Ansonsten haben wir nächste Woche, am 11. Februar, ist Raphaels Kampf bei Octagon. Also Leute, nicht vergessen, abonniert den Sayato-Kanal auf YouTube, drückt die Glocke, Instagram, Follow, und das war's. Hey, unser Special Guest, Emanuel Kanga Krause, ehemaliger Nationalathlet der deutschen Ringermannschaft. Ja, er wird uns, er ist einfach dabei, um gut auszusehen. Einer muss es machen.